So, liebe Leute, willkommen bei der mittlerweile dritten Führung im neuen Jahr 2021. Und wir sind nicht schlecht unterwegs, es sind ja noch keine 3 Wochen in dem Jahr vergangen. Es wird weiterhin um immergrüne und wintergrüne Pflanzen gehen. Und bitte schreckt euch nicht, möglicherweise, es ist noch immer Schnee. Und wenn ihr Glück habt, ist ja jetzt bald einmal weg, weil viele der wintergrünen Pflanzen sind jetzt unter dem Schnee. Aber ich habe da das große Glück, dass ich euch eine immergrüne Pflanze zeigen kann. Und nicht nur, indem ich da raufleicht, sondern es ist auch was runtergefallen. Wie praktisch ist denn das? Genau, bevor es vergisst, wer sich da fragt, was will der Kasperl eigentlich von mir, da wo der Finger wackelt, kommt ein Erklärungsvideo, da kann man mal schauen, was da überhaupt los ist. Es wird jetzt zu Beginn, ihr habt es schon erraten, um die Mistel gehen. Ganz genau gesagt, die weißbärige Mistel, und da muss man dann, für der gibt es noch mehr Unterarten, wo ein bisschen unterschieden wird, wo wächst denn das Ganze. Also es gibt Laubbaummisteln und es gibt Nadelbaummisteln. Da haben wir definitiv eine Laubbaummistel, und ich sehe das jetzt nicht genau von da, aber es ist in meiner Wahrnehmung, mal schauen, was da aber gefallen ist, vielleicht kann ich das da bestimmen. Ich würde sagen, es ist ein Pappel. Und da haben wir eben eine dieser immergrünen Pflanzen, nämlich die weißbärige Mistel. Fesche Sache. Wenn ich jetzt meine Frau da hätte, würde man ja sofort zum Schmusen anfangen müssen, weil da gibt es ja den Brauch, unter einem Mistelzweig küsst man sie. Diese Misteln sind immergrün, also wenn man dieses Mistelgrün als grün bezeichnen möchte, weil ihr seht, das ist so ein gelbgrün eigentlich, aber das bleibt immer erhalten. Wachsen dann diese Misteln relativ langsam, also irgendwann kommt da mal so eine dieser weißen Beeren auf einen Baum an, und aus dem Samen da keimt, also es sind mehrere Embryonen sogar drinnen, die keimen, setzen sie fest, und irgendwann gibt es dann praktisch so ein erstes kleines Mistelchen, und das verzweigt sie immer weiter, aber pro Jahr praktisch nur auch so ein Zweigerl, bis das da so ein großer Ballen wird, wie wir das zum Teil da oben sehen, können schon einmal 30 Jahre auch vergehen. Immergrün, haben wir ja schon gesagt, also nicht wintergrün, sondern tatsächlich immergrün, und ein fantastisches Lebewesen punkto Geschichte, weil früher hat man angenommen mehrere Dinge, zum Teil ist man heute noch strittig, ist es reiner aufsitzende Pflanze oder Schmarotzt, also naja, es ist auf jeden Fall ein Teilschmarotzer, aber es ist noch nicht ganz klar, wie viel das schmarotzt. Weil, haben wir irgendwo, nein, müssen wir so anschauen. Wenn ihr euch einen Baum oder einen Zweig vorstellt, da gibt es mehrere verschiedene Leitungsbahnen. Der Holzteil von einem Baum, beziehungsweise Ast oder Zweig, das nennt sich das Xylem. Im Xylem wird es Wasser transportiert und die Nährstoffe, was vom Boden aufgenommen werden, aus der Erde. Das werden von den Wurzeln dann da rauf transportiert und in den ganzen Baum in alle Äste und Zweige verteilt. In der Außenschicht, in dem Bastteil, befindet sich das Phloem. Im Phloem werden jene Assimilate transportiert und da auch wieder in den ganzen Baum bis in die Wurzeln runter, die was bei der Photosynthese in die Blätter erzeugt werden. Also Stärke, Zucker, solche Dinge. Also das, was durch die Photosynthese erzeugt wird. Jetzt gibt's Vollschmarotzer, die was von einer Wirtspflanze, wenn es ein Baum ist in dem Fall, beides nehmen, nämlich das Wasser und die Nährstoffe, die was von der Wurzel kommen, plus die Assimilate, die was von der Photosynthese erzeugt werden. Also das werden dann Vollschmarotzer, die was selber nichts dazu beitragen für ihre Ernährung. Bei der Mistel ist es anders. Erstens, der erste Hinweis ist schon, indem sie ja selber grün ist, betreibt sie mal auf jeden Fall selbst Photosynthese. Und diese Photosynthese
erzeugt praktisch selber Nährstoffe, also Zucker, Energie für sich selbst. Verwurzelt ist in der Xylemschicht, also sie nimmt auf jeden Fall Wasser und Nährsalze vom Baum, die was mit den Wurzeln nach oben transportiert. Aber obwohl es selber Photosynthese produziert und selber Energie selber für sich herstellen kann, gibt es auch eine Verbindung zur Phloem-Abteilung vom Zweig, auf dem es sitzt. Also das ist nicht ganz sicher, wie viel Eigenenergie und wie viel Fremdmaterial das vom Baum aus dieser Phloem-Schicht nimmt. Ist ja wurscht, aber ich finde das so interessant. Also das ist das, wo es noch alle, wo man streiten kann, ist ein Falschmarotzer oder nicht. Wir brauchen nicht streiten, wir freuen sich nur, dass wir über solche Sachen überhaupt nachdenken. Das zweite ist die Giftigkeit. War einmal als recht giftig eingestuft, heute weiß man das mit der Giftigkeit, das kann man relativ vergessen. Es ist sogar so, das muss man auch wissen, die Mistel ist zweihäusig. Das heißt, es gibt Frau-Misteln und Herrenmisteln. Dies ist garantiert ein Frau-Mistel, weil auf einem Herrmistel können natürlich dann keine Früchte entstehen. Ein Herrmistel könnte man sogar verfüttern an irgendwelche Weidetiere, weil das ist nur grün. Ein Frau-Mistel wäre so gesehen verfütterbar wegen grün, nur da haben wir das Problem der Früchte. Und da nicht, weil die jetzt irgendwie besonders giftig waren, eher im Gegenteil. Es ist schon giftig irgendwie die Mistel, aber minder giftig und wann, dann ist das Blatt grün. Giftfrei sind die Beeren. Nur das Problem ist, das Ganze ist super schlatzig. Ja, also seht ihr das? Das Ganze, das biegt. Wenn ihr das praktisch versucht zum Essen, das könnt ihr schon machen, aber ihr werdet es wahrscheinlich fast nicht schlucken können. Und das Problem hat auch das Vieh, das was man dem verfüttern würde, dass das Ganze in der Speiseröhre einfach bicken bleiben würde. Keine feine Sache. Und man muss auch Kinder davon warnen. Also die sollen, dürfen das nicht essen, weil das kann ja tatsächlich, man stellt sich vor, hängt das die ganze Zeit in der Speiseröhre, kann nur unangenehm sein. Also es ist einfach nichts zum Essen, außer für euch, ihr dürft es schon mal probieren, wie es euch geschmacklich damit tat und wie diese Viskosität, Viscum ist der Gattungsname und ihr kennt den Begriff Viskosität, also die Zähigkeit einer Flüssigkeit oder einer Substanz und das kommt von diesem Viscum-Artennamen. Super Sache. Also ungiftig, aber nicht essbar durch dieses Klebrige. Das Klebrige übrigens, das ist natürlich eins von diese Erfolgseigenschaften der Verbreitung dieser Beere. Und da finde ich es voll interessant, wenn ihr euch das einmal da anschaut, also nachdem das da oben ist, wer ist da der Verbreiter? Natürlich Vögel. Und da gibt's aber verschiedene Zugänge, wie Vögel das mampfen. Die einen fressen die ganze Beere, das Ganze wird dann verdaut, aber kann nicht komplett verdaut werden und das, was ausgackt wird, sind dann die Samen plus noch ein bisschen was von diesem Klebrigen und wenn das gegackt wird und auf einem Baum irgendwo rauffällt, dann bleibt es dort ein Bicken und die Mistel kann sich ausbreiten. So kommt es praktisch von einem Baum zu irgendeinem anderen Baum. Aber wenn ihr da rauf schaut, dann seht ihr das ganz oft, jetzt muss ich schauen, ob ich mit meinen pickigen Fingern noch zoomen kann, solche dichten Nester gibt. Wie kommt es zu dem, dass da so viel nebeneinander stehen? Und das hat mit der anderen Form der Verspeisung zu tun. Es gibt auch Vögel, die was nicht die ganze Beere inklusive Samen schlucken, sondern die was praktisch das klipprige, schlapprige Fruchtfleisch wegschnabeln und mampfen und den übrig gebliebenen Kern einfach aufs Holz, wo sitzen, auf den Ost, einfach wegstreifen. Das heißt, die hucken da oben, fressen die Beeren und den pickigen Kern picken es gleich nebenbei hin, neben ihren Futterplatz. Und so kommt es innerhalb von einem Baum zur Verbreitung von den Mistelsamen. Also auch das finde ich super interessant.
Wahrscheinlich finde ich noch tausend andere Sachen super interessant, die was ich jetzt wieder vergieße. Verzeiht's, aber wahrscheinlich werden wir eh noch öfter auf den Mistel treffen. Dann werden wir wieder drüber reden. Gut, dann schauen wir weiter, was denn noch an immergrünen oder wintergrünen einerhupft. So, schaut's mal, liebe Leute, Standortwechsel und nicht erschrecken, wir sind wieder im siedlerischen Städtischen. Und nur zwei Dinge, bevor wir dort hingehen, was mein eigentliches Vorhaben ist. Ich möchte mit euch zu einer Stechpalme gehen. Und nachdem die Stechpalmen bei mir sehr selten sind, nicht nur bei mir, sondern auch bei uns, muss ich euch was sagen, wo es praktisch angebaut steht. Möchte ich nur ein paar Sachen erwähnen. Wir haben ja erst die Mistel gesehen und bei den Misteln, das ist jetzt kein Mistel, das ist eine Efeu und die Efeu kommt schon und genauer, keine Angst, aber er hilft mir, dass ich dort hinkomme, weil ich es interessant finde, punkto Futterangebot von Vögeln, wann denn was verfügbar ist. Bei den Misteln ist es so, dass die jetzt im Jänner zum Blühen anfangen, Februar, März eine Hauptblütezeit haben und dann aber unglaublich lang brauchen, bis die Früchte reif sind, nämlich jetzt im Dezember ungefähr ist das Ganze reif und dann sind sie Nächtler auf dem Mistel verfügbar. Das heißt, die haben praktisch bieten im Winter Angebot an Vögel, dass die dort was zum Fressen finden. Und beim Efeu, weil er da gerade so schön steht, ist es eine ähnliche Geschichte. Der blüht ziemlich spät im Jahr, nämlich Oktober, November bis in Dezember oft rein, ist einer der letzten, der was die Bienen noch Nektar und Pollen bietet und auch jetzt eben zum Reifen anfängt, wir haben jetzt Jänner, und eben auch zu jenen Pflanzen gehören, die was unsere Vögel jetzt dann was zum Fressen bieten. Also das Ganze ist ziemlich toll gemanagt in der Natur, dass praktisch auch im Winter was für unsere gefiederten Freunde verfügbar ist. Und ich muss mir da jetzt kurz warten, mich umdrehen, dass ich nicht auf dem Video habe, der was nicht drauf möchte. Aber auch da ist jetzt nur ein Beispiel für immergrün. Ist natürlich jetzt nichts, was bei uns irgendwie heimisch ist oder draußen umeinander steht, aber ihr werdet den kennen. Der Kirschlorbeer, das ist eine Pflanze, die was voll gern bei uns angesetzt wird, zum Teil als Heckenpflanze, weil er voll gut schnittverträglich ist, zum Teil können die auch wirklich stattlich groß werden, das sieht man da, also das ist doch schon ein ziemlich großer Kirschlorbeer und die sind auch wintergrün und der hat auch eben jenes, was wintergrüne Pflanzen, besonders wenn es Blätter tragen, eben so gern haben, nämlich relativ dicke Blätter und das Ganze ist ziemlich glatt, weil eben auch mit einer Wachsschicht überzogen, so dass da eben dieser Verdunstungsschutz gegeben ist, der was eine Vertrocknung im Winter erschwert, sagen wir es mal so, nicht verunmöglicht, aber ja, die holen schon ziemlich was aus. So, aber jetzt gehen wir weiter zum Ilex, nämlich zur Stechpalme, und da schauen wir sich das auch an, ist nämlich auch eine Blättergeschichte. So schaut's, liebe Leute, da sind wir jetzt bei einer Stechpalme. Ich nehme an, dass die gewöhnliche bzw. die europäische Stechpalme ist. Es ist die einzige, die was bei uns heimisch ist. Es gibt zwar über 200 Stechpalmenarten, davon aber der Großteil ist irgendwo im chinesischen Raum verbreitet und nur eine bei uns heimisch. Und das ist eben jene heimische Blattpalme. Baumpflanze sozusagen, die was bei uns, schaut, da ist ein kleines Käferl drauf auf meinem Finger, oder? Ist das ein Käferl? Eine Spinne oder so? Entschuldigung, liebe Spinne. Der was tatsächlich mit grünen Blättern überwintert. Und die Stechpalme, der Name ist Programm, bei der ist es recht interessant, das wird interpretiert als Fraßschutz. Zum Teil, ich habe da mal was gelesen, hat mir recht gut gefallen, aber ist halt jetzt optisch nicht bestätigbar, dass verschiedene Altersgruppen sind, nämlich Blätter, die was Stacheln besitzen und Blätter, die was keine Stacheln besitzen. Weil das mit Alter, ich sehe für mich widerlegt, weil ganz oben gibt's keine Blätter, die was irgendwie Stacheln haben. Schaut mal, da nichts mit Stacheln. Und da herunten, also je weiter nach unten, dass man kommt, desto eher ist so, dass man bestachelte Blätter vorfindet. Seht ihr das? Also das ist echt eine tolle Sache.
Ah, und diese gestachelten Blätter werden eben als Fraßschutz gedeutet. Interessanterweise, ich habe erst einmal bei mir in freier Natur eben eine kleine Stechpalme gefunden. Sie sind wirklich selten, auch geschützt in Deutschland, auch bei uns in Österreich. Und zeitgleich wird eben beschrieben, dass bei natürlich vorkommenden Exemplaren, obwohl es eben diese stacheligen Blätter haben, einen starken Verbiss gibt. Also das Ganze wird schon gemampft für blättermampfenden Tiere. Also das dürfte nur mittelprächtig funktionieren. Aber wenn man sich die Blätter anschaut, schaut, dass ihr das nicht spielen könnt. Also einerseits stechen diese Stacheln, aber stechen kann man sich ja vorstellen. Die sind wirklich derb. Also das ist ganz steif, da ist nichts weich, sondern das ist schon fast wie ein dünnes Brett, ganz fest und hart. Und auch da sehen wir durch das Glänzige, da ist auch wieder dieses wachsig überzogene, was auf jeden Fall ein Verdunstungsschutz ist. Und da schaut's, da sehen wir mal ein bisschen rein, wie denn das mit den Stämmen so ausschaut. Das Ganze ist relativ typisch für die europäische Stechpalme, dass mehrstämmig wächst. Und da ist das auch so vorhanden. Bei der Stechpalme ist so wie bei der Mistel, dass die Früchte, früher waren sie als stark giftig angesehen, heute weiß man, dass sie wirklich nur minder giftig sind, zeitgleich sind sie für uns nichts zum Essen. Jetzt wird sich gerechtfertigterweise fragen, ja, wo sind denn die Früchte, sag her, du Kasperl. Ja, würde ich voll gern machen, nur bei der Stechpalme ist es so, dass es eine zweihäusige Pflanze ist, nämlich Mann- und Frau-Stechpalme, das da ist dann sicher Herrstech Palme, weil null Früchte vorhanden. Die Frau-Stechpalme von der Blatterscheinung ist genauso, trägt dann rote Früchte, also wirklich auffällige Früchte, und die stehen auch wieder weit in den Winter rein, reifen praktisch erst auch durch die ersten Fröste, so dass essbar werden, aber eben nicht für uns essbar, auch wenn sie nur minder giftig sind, sondern ganz viele Vögel ernähren sich eben auch von diesen Stechpalmenfrüchte, wo es denn solche Stechpalmen auch wirklich draußen gewachsen gibt. Ja, fantastische Sache. Ihr werdet zum Beispiel natürlich bei uns in die Gärten nicht dann nur die europäische Stechpalme finden. Es gibt natürlich Anbauwünsche für andere Stechpalmen, die was klimatechnisch das trotzdem bei uns aushalten. Beziehungsweise gibt es dann Sorten, auch von der europäischen. Ganz auffällig ist eine Sorte, die was ganz, also die was so gelbe Strichmale in die Blätter hat, oder beziehungsweise die Ränder sind begrenzt, fast ganz gelb, und drinnen ist dann grün, voll auffällig. Aber von der Blatterscheinung, also das mit den Stechblättern und weiter oben mit den geraden Blättern, ist aber die Variante erhalten und kann man somit gut als Stechpalme erkennen. Okay, ich würde sagen, wenn ich da schon in der Gegend bin, schaue ich mit euch jetzt noch in den Schlosspark. Der Schnee wird uns erhalten bleiben, nicht weil es nur so viel schneit, sondern weil es die nächsten, ich glaube, 10 Tage durchgehend kalt gemeldet haben. Somit müssen wir uns ein bisschen darauf einstellen, dass wir aus dem was machen müssen, was wir gerade da haben. Passt, ihr könnt sitzen bleiben. So schaut's, das ist bei mir da in Ebelsberg der Schlosspark. Das ist in der Regel ein frei zugängliches Areal, wobei es da jetzt gerade ein bisschen Angst haben, weil die Bäume, also zum Teil ist da auch Esche drinnen, Eschen sterben, durchs Eschentrieb sterben, ist ein bisschen hakelig, also da haben sie gar nicht so eine Freude, wenn wir da umeinander rennen. Mich kennen schon, das nur am Rande erzählt. Es ist, wie man das sieht, ist wirklich ein bisschen schwierig, gerade mit dem Grünzeug, auch wenn wir praktisch immer Grünes und Wintergrünes zur Verfügung haben. In Efeu, das ist so ein großes Ding, das möchte ich mir fürs nächste Mal aufheben. Und auch die Nadelbaum, das ist mir fast ein bisschen zu groß für das, dass wir es jetzt einpacken. Aber wir machen jetzt noch Folgendes. Wir schauen sich da jetzt einmal ein Knospen an. Die Knospentouren werden dann losgehen, irgendwann Anfang Februar, Mitte Februar, wenn ich auch wieder besser überall zu mir kann. Aber die wird es geben, und ganz toll, weil es ist die größte Knospe, die was bei uns bei den heimischen Bäumen, beziehungsweise muss ich richtigerweise sagen, eingebürgerten Bäume finden wird, ist von der gemeinen Rostkastanie.
Das ist zwar da jetzt ein bisschen schwierig, weil da in dem Park, also die Kastanien nehmen wir großteils ja oft einmal in Parks oder auf Alleebäume wahr, aber tatsächlich gibt es bei uns auch draußen und da eingebürgert, was eingebürgert ist, erkläre ich dann gleich noch und schaut mal, wie schön groß das Ganze ist. Das Schwierige ist, da ist nicht nur die gemeine Rosskastanie, sondern auch die fleischrote Rosskastanie angebaut. Die hat zwar schön große Knospen, ähnlich große Knospen, aber ist eben eine Mischung aus der roten Rosskastanie und der gewöhnlichen Rosskastanie und das ist bei uns nur ein Parkbaum, also die wird es draußen nicht finden. Wir schauen sich das eh in der Blütezeit an, das ist die, was dann so hellrosere Blüten hat. Also da einmal wirklich toll, was da alles in diese Knospen angelegt ist und wenn sich die schauen wir mal, Blatt da, wo diese da, nein, das ist jetzt kein Blödsinn dazu. So, naja, das war dann praktisch im letzten Jahr, naja, das ist relativ. Da war praktisch die letzte, im letzten Jahr diese Knospe und alles, was da jetzt gewachsen war, ist im letzten Jahr aus dieser Endknospe erwachsen. Das heißt, da war die Endknospe und im Frühling sind dann Blätter austrieben und dann können wir mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Blätter waren praktisch da drinnen in dieser Anknospen versteckt. Also ich finde das immer wieder gigantisch, wie zusammenfällt künstlerisch unsere Mutter Natur ist, da würde sie das schwedische Möbelhaus noch einmal was anschneiden können, wie sie was noch kompakter verpacken können, dass man das leicht umeinander zeigen kann. Aber das einmal nur als Ankündigung, wir werden sich Knospen genauer anschauen, ist ein super interessantes Thema, da kommt man zum Teil auch wieder ein bisschen was über unsere Medizinanwendungen oder unsere Versuche in diesem Bereich berichten. Da muss ich aber vorher, glaube ich, bevor ich das Thema angehe, werde ich eine Psychologie-Folge dran, dass ich immer, wenn ich über Medizin spreche, einen Blick auf die Psychologie dahinter werfen kann. Vielleicht kann ich somit ein paar Streitigkeiten in die Kommentarzeilen verhindern. Ankündigung. Das zweite, bevor wir jetzt noch einen Nadelbaum, weil den finde ich draußen bei mir eh wieder nicht, sie doch noch anschauen, nämlich die Eibe. Da nochmal, schaut, was sehen wir da? Auf jeden Fall sehen wir was, wo noch ein Haufen Blätter drauf sind. Was wird das sein? Die Prüfungsfrage haben wir ja schon gesehen, haben wir schon geredet. Es kann nicht recht viel sein, entweder es ist eine Eiche oder es ist eine Rotbuche, wie das da ist, oder auch eine Hainbuche. Weil eben die, wenn es im Herbst reingeht, ihre Blattansätze nicht verdeckeln, sondern vertüllen und dadurch diese Blätter ganz lang auch noch auf die Zweige und Äste hängen bleiben können, weil es eben nicht so leicht abfallen, weil kein Trenngewebe direkt eingebaut worden ist. Also darum haben wir da eben noch bei manchen Bäumen, eben diese drei erwähnten, besonders so lange die Blätter stehen. Jetzt einmal gucken, wenn ihr spazieren geht, ihr werdet vielleicht feststellen, dass eben gerade Hainbuche und zum Teil eben auch die Rotbuche, die Hainbuche wird eine Weißbuche genannt, falls das einmal hört, voll gern aus Hecken angesetzt werden, also aus lebende Zaun rund um Grundstücke oder so, die sind auch schnittverträglich und das wird eben auch deshalb gern gemacht, weil es praktisch auch im Winter noch über einen gewissen Sichtschutz behalten, weil eben die Blätter drauf bleiben. Ja. Und jetzt beamen wir uns da nach vorne und dann schauen wir uns noch ein bisschen die Eiben dort an. Schaut, bevor wir zur Eibe gingen, Zufallsgeschenk sozusagen, da ist eine Rosskastanie gefällt worden. Und wir haben da jetzt zwar einen Schnee drauf liegen, aber ganz ein kurzer Exkurs, ihr braucht es wieder nicht mitschreiben, das kommt sicher nochmal genauer, beziehungsweise ein paar Mal, weil ich habe da auch ein paar Mal gebraucht, bis ich es Intus gehabt habe. Aber es ist fantastisch, wenn man sich so einen Baum mal in dieser Form anschauen können. Wir sehen da jetzt zwar das mit den Jahresringen nicht so schön, hat mit der Fellart wahrscheinlich zu tun, aber wir können kurz die Schichten machen. Schaut einmal, das ist sicher, also machen wir mal grob. Außen nennen wir die Borke, wir sagen umgangssprachlich ja auch gern Rinde dazu. Ich unterscheide manchmal, dass ich Rinde zu
glatten, sag und borke, so aufgeplatzten Rinden, die was eben so schuppig geworden sind, weil junge Bäume sind in der Regel am Anfang glatt und irgendwann, nicht alle, aber die meisten brechen dann irgendwann auf und bilden so eine Borke, eine Schuppenborke oder also verschiedene Borkenarten. Das ist zwar eine mögliche Nutzung der Sprache, nur eben nicht korrekt botanisch gesehen, weil botanisch gesehen ist die Rinde, besteht aus mehreren Teilen und die Borke ist ein Teil der Rinde. Die Rinde, würde man so sagen müssen, besteht aus dem Kambium, aus dem Bast und aus der Borke. Das Kambium ist so, ist die Wachstumsschicht vom Baum, da passiert Wachstum. Das Kambium, nach außen hin wächst der Bastteil. In diesem Bastteil ist das Phloem verortet, wo auch diese Assimilate, also das, was in die Blätter produziert wird, durch die Photosynthese transportiert werden kann. Und wenn dieser Bastteil wieder abstirbt, dann bildet er nach und nach diese Borke. Nach innen wächst das Kambium zur Holzschicht. Diese äußerste Schicht, also von außen vom Baum gesehen, ist das Splintholz. Da ist das Xylem verortet. Im Xylem wird eben das Wasser von den Wurzeln und die Nährstoffe aus der Erde in den Baum nach oben transportiert. Also da haben wir praktisch Borke, dann haben wir den Bast, dann haben wir Kambium, dann haben wir Splintholz und das ödere Holz in der Mitte, das was da, das sollte wahrscheinlich nicht so sein, das ist das Kernholz. Das Kernholz, bei vielen Baumarten hat das Kernholz auch tatsächlich eine stark unterschiedliche Farbe gegenüber dem Splintholz. Es gibt aber auch Kernfäule. Also das kann praktisch auch ein Erkrankungszeichen bzw. eine Alterserscheinung sein, wenn das Kernholz auch so eine Farbe angenommen hat. Das Kernholz ist, und da muss man jetzt sprachlich wieder aufpassen, ich halte es jetzt eh kurz, weil da kommt man ja ewig, kennt's mir. Da muss man aufpassen jetzt sprachlich, weil wenn ich jetzt sage, das ist tot, dann stimmt das ja und stimmt nein. Also vielleicht so, diese Zellen sind nicht mehr lebendig, haben aber eine lebende Funktion. Also da drinnen sind Harze eingelagert, das gibt Stabilität und Festigkeit. Also das ist nicht abgestorben tot, sondern nicht mehr wachsend und nicht lebendig. Es ist, ja, ich hoffe, das habe ich sprachlich richtig gemacht, da bin ich mal angeredet worden. Alles andere ist viel funktionaler und lebendiger. Auch so gesehen ist das Splintholz nicht mehr wirklich so lebendig, wie es eben der Bastteil ist, aber in der Funktion nur weit mehr eingebunden im Lebenstun des Baumes. Ja, das soweit. Und jetzt, weil es ja eigentlich um grüne Sachen geht, Entschuldigung, aber wenn sich das da so anbietet, Jahresringe haben wir da eh nicht gescheit gesehen, das heißt, das schauen wir uns hier mal bei einem anderen Exemplar an, weil das ist ja auch super interessant. Und jetzt schauen wir noch zu einer Eibe. Im Laufe meines Bestimmungslernens, was ja nicht abgeschlossen ist, sondern mit euch und durch euch immer weiter reift, lerne ich nach und nach schmerzlich, dass ich ganz gut aufpassen muss, ob ich was zu einer Endbestimmung sage. Weil, also gerade in einem Park habe ich das eh schon aufgehört, weil ich weiß ja nicht, was da angesetzt wird. In der Natur draußen ist es oft ein bisschen leichter, da findet man gewisse Sachen, ist unwahrscheinlich, dass wer keine Ahnung, was für Eibe angesetzt hat. In einem Park, es gibt eben viele Eiben und nicht nur die europäische Eibe. Aber in manchen Dingen gleichen sie sich auf jeden Fall Winter, beziehungsweise, richtig gesagt, immer grün. Die Nadeln sind langlebig, also einige Jahre, bis die Nadeln dann absterben. Und drum immer grün. Eibe, so wie wir den Ilix erst gesehen haben, also die Stechpalme, ist zweihäusig, gibt Mann und Frau Eibe.
Das werden wir dann im Frühling wieder imposant hoffentlich erleben, wenn die Männer zum Stauben anfangen, dann ist das ziemlich gewaltig, da staubt einiges weg und ich traue mich ja jetzt da zumindest behaupten, dass das eine Frau-Eibe ist, weil für einen Mann-Eibe sind zwar keine Früchte nicht drauf, aber für einen Mann-Eibe ist mir das Knospenbild nicht gedrängt genug. Ja, aber da brauchen wir jetzt nicht streiten. Bitte seht das, erkennt es an, dass ich Unsicherheiten habe bei der Bestimmung. Und vielleicht haben wir am meisten gelernt, wenn wir wissen, dass wir nicht alles wissen und dass wir auch mit Unsicherheit umgehen können und auch zugeben können. Ja, weiß ich, das ist wahrscheinlich ein Baum, aber mehr weiß ich drüber nicht, dass wir auch so durch die Welt gehen können. Gut. Nächstes Mal, ich nehme an, dass das mit dem Schnee so bleibt, werden wir es in Efeu wahrscheinlich anschauen und nur ein paar weitere Nadelbäume, weil da kann man zumindest ein paar tolle Besonderheiten herzeigen. Und da kenne ich ein Gebiet, wo nicht nur die Weißtanne ist, sondern auch andere Tannen, die was dann fantastische Eigenheiten aufweisen. Und da kann man sich ein bisschen ausspinnen. Gut, ja, passt dann. Danke fürs Zuschauen, brav bleiben und bis zum nächsten Mal.